Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch mal was über meine Tastatur erzählen, die ich jetzt seit etwa 2 Jahren nutze und auch immer wieder kaufen würde, wenn sie kaputt geht. Um jetzt anfangs erstmal die Spannung herauszunehmen, muss ich euch natürlich erzählen, um was für eine Tastatur es sich hier handelt. Und zwar liegt hier vor mir die weiße Version der Tesoro Gram Spectrum, und zwar mit den Low Profile Keys. Ich denke mal, Tesoro ist jetzt keine Marke, die für jeden ein Begriff sein sollte. Genauso ging es mir. Ich kannte Tesoro vorher auch nicht. Ich habe die Tastatur zur Verfügung gestellt bekommen, um damals einen Testbericht für die Seite techniktestonline.de zu schreiben. Und was soll ich sagen, ich benutze sie bis heute als meine Tastatur an meinem Rechner. Das gesamte Review lässt sich auch auf die Tesoro Gram Spectrum mit den normalen Keys übertragen, genauso wie auf die schwarzen Modelle der beiden Versionen. Um euch die Tastatur jetzt einmal näher bringen zu können, beginne ich mit dem Aufbau. Die Tastatur sieht auf den ersten Blick relativ standardmäßig aus. Keine wirklichen extra Tasten und Schalter. Sie besitzt 105 einzeln beleuchtete Tasten mit sogenannten Red Switches. Das sind mechanische Switches, welche sich aber durch die geringe Geräuschkulisse beim Tippen auszeichnen. Ihr werdet wahrscheinlich dieses typische Klicken einer mechanischen Tastatur kennen. Das hier zum Beispiel sind blaue Switches und man hört schon sehr deutlich, die sind viel lauter. Trotzdem hat man nicht das Gefühl, auf einer günstigen Rubber Dome Tastatur zu tippen. Die Switches haben zwar nicht diesen genialen Druckpunkt wie beispielsweise die von Razer, treffen meinen Geschmack dennoch sehr gut. Da es sich hier um die Low Profile Version handelt, sind die Tasten sehr flach. Das macht meiner Meinung nach gerade mit der Beleuchtung und der weißen Farbe einiges her. Die Tasten lassen sich einfach und schnell abnehmen, um zum Beispiel die Tastatur zu reinigen. Auf der Rückseite befinden sich 2 Standfüße, welche sich theoretisch ein- und ausklappen lassen. Bei mir ist einer aber leider beim Transport in einem Rucksack abgebrochen, weshalb ich ihn mit Sekundenkleber wieder ankleben musste. Für mich ist das aber halb so schlimm, da ich eh nur die ausgeklappte Position benutze. Oben rechts findet man noch das Tesoro-Logo sowie 3 Status-LEDs. Ihr fragt euch sicher, für was die linke LED steht. Dazu komme ich aber später erst. Das USB-A zu USB-B-Kabel lässt sich von der Tastatur trennen, ist gesleeved und außerdem weiß, was mir sehr gefallen hat. Neben den Hauptbelegungen einzelner Tasten verfügen viele Tasten auch noch über eine Zweitbelegung, welche mit der Fn-Taste zu aktivieren ist. Mit den F7 bis F12-Tasten lässt sich die Musikwiedergabe steuern sowie die Systemlautstärke anpassen. Die Tasten F1 bis F5 sind für die Beleuchtungssteuerung zuständig. Und wenn wir gerade einmal dabei sind, jede Taste besitzt eine kleine LED, welche in 16,8 Millionen Farben leuchten kann. Um diese ansteuern und einstellen zu können, benötigt man lediglich die Gram Spectrum Software, welche man sich auf der Tesoro Website herunterladen kann. In dieser lässt sich in 5 speicherbaren Profilen die Farbe jeder einzelnen Taste anpassen oder verschiedene Farbmodi aktivieren. Um die Helligkeit in 5 Stufen regulieren zu können, ist nur eine einfache Tastenkombination aus Fn und Pfeil hoch oder Pfeil runter nötig. Die Tastatur merkt sich durch den internen Speicher von 256 KB, welche Farbe man sich für welche Taste in welchem Profil festgelegt hat. Schließt man die Tastatur an einen fremden Rechner an, bleibt die Farbeinstellung erhalten. Aber nicht nur die Beleuchtung lässt sich über die Tesoro eigene Software steuern, der Nutzer hat ebenfalls die Möglichkeit, sogenannte Makros zu belegen. Das heißt, eine Reihenfolge von Tasten festzulegen, welche beim Drücken einer einzelnen abgespielt wird. Ich denke, das ist den meisten von anderen Gaming-Tastaturen bekannt. Viel mehr ist in der Software nicht möglich, aber auch nicht vonnöten. Mein Lieblingsmodus ist definitiv die Regenbogenwelle, da damit die Tastatur am beeindruckendsten aussieht. Des Weiteren besitzt die Tastatur, da es sich um eine Gaming-Tastatur handelt, noch Anti-Ghosting, eine sehr schnelle Eingabegeschwindigkeit sowie die Möglichkeit, bis zu 6 Tasten gleichzeitig drücken zu können. Der damalige Preis 2018 betrug ca. 120 Euro. Das klingt bis jetzt alles sehr positiv, es gab aber auch ein paar wenige negative Dinge, die mich an der Tastatur gestört haben. Als erstes haben wir hier die Software, denn die Tastatur verfügt über einen Gaming-Modus. Dieser ist ausschließlich Windows-Nutzern vorbehalten. Um die Tastatur dennoch an einem Mac nutzen zu können, muss man sie in den normalen PC-Modus stellen. Mit diesen ist es deutlich schwieriger, durch Beleuchtungsmodi zu wechseln.
Diese Beleuchtungsmodi lassen sich ebenfalls nur unter Windows anpassen, da die Software für Mac nicht verfügbar ist. Hast du also ausschließlich ein Mac, kannst du die Tastatur nicht im vollen Funktionsumfang nutzen. Ich weiß, dass Mac-Nutzer nur der kleinste Teil der Zielgruppe von solchen Gaming-Tastaturen sein werden, dennoch muss ich es erwähnen. Ich musste anfangs sogar den Support kontaktieren, denn nutzt man die Tastatur im Gaming-Modus an einem Mac, schreibt jede Taste ein anderes Zeichen, was mich lange zur Weißglut getrieben hat. Trotz dieser kleinen Fehler liebe ich meine Gram Spectrum und würde es ja auch sofort wieder kaufen. Blöd nur, dass sowohl die Version mit den Low-Profile-Switches als auch die normale Version restlos ausverkauft ist. Das ist wirklich schade, denn für einen Preis von 80 Euro Mitte 2020 hätte die Tastatur wirklich Potenzial gehabt. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Fragen oder Anregungen könnt ihr gerne in den Kommentaren da lassen, genauso wie Feedback. Außerdem rate ich euch noch, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und da sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.